Hallo, ich bin Warren Verboom, bin 30 Jahre alt, komme aus der Schweiz und mache Canyoning seit 8 Jahren. Das Faszinierende an Canyoning für mich ist, dass es so vielseitig ist. Man kann springen, rutschen, abseilen und das noch kombinieren, tauchen, klettern. Es macht einfach Riesenspaß. Canyoning ist durchaus nicht ungefährlich, aber man kann es sehr kontrolliert machen und ja, und was? Canyoning, das kann schon sehr gefährlich sein, aber dafür sollte man sich eben ausbilden. Man sollte das Wetter kennen, die Schlucht kennen, sich selber kennen, sich nicht überschätzen, einen Haufen Knoten kennen und sich sicher durch die Schlucht bringen. Nicht keine Halswahl. Ich sollte immer einen Punkt machen, dann sage ich noch was und dann höre ich nie auf. Also ich habe angefangen mit Skateboarden, dann Snowboarden, ich habe auch Trampolin ein bisschen gemacht und all die Bewegungen, die Saltos und die habe ich schon gelernt und die bringe ich eigentlich jetzt in die Schlucht. Wenn ich in der Schlucht stehe, dann schaue ich um mich herum und ich sehe dann viele Sachen. Ich stelle mir vor, dort könnte ich hinstehen und dann könnte ich von dort springen oder dort rutschen. Und das ist das Faszinierende, weil es so vielseitig ist und ich kann immer wieder etwas Neues machen. Also ich für mich denke nicht, dass ich lebensmüde bin. Ich mache einfach gerne den Sport, der extrem ist. Das ist halt einfach mein Ding. Ich springe nicht runter, wo ich nicht sicher bin. Klar, wenn was schief geht, kann man sagen, ja, war ja hoch und war ja klar, war extrem. Ich treffe eine Vorbereitung für den Sprung und springe nicht einfach so drauf los. Wenn ich den Sprung nicht kann oder die Rotation oder so, dann übe ich das zuerst an einem kleinen Sprung und bringe es dann zu dem Spot, wo ich ihn dann machen will. Was mich zu einem guten und sicheren Canyonisten macht, ist die jahrelange Erfahrung, die Ausbildung, die ich habe und auch die Sicherheit, die ich selber habe. Ich weiß, was ich kann. Punkt.
Thank you.